Hallo, wir wollen euch heute den deutsch-afrikanischen Philosophen Anton Willem Amon vorstellen. Er ist ungefähr 1703 in Ghana geboren und ist gestorben in Ghana 1753. Amon wurde von Ghana nach Amsterdam verschleppt, wo er dann nach Deutschland an Anton Willem von Braunschweig verkauft wurde. Anschließend verschenkte Anton Ulrich Braunschweig seinen Sohn, den Anton Willem Amon, am Hof von Braunschweig-Wolfbüttel. Er beherrschte 6 europäische Sprachen in Wort und Schrift. Anschließend studierte er an der Universität Halle Philosophie und Rechtswissenschaft. Amon kritisierte in seiner ersten Disputationsarbeit die schlechte Lage, in der viele schwarze Sklaven in Königshäusern leben. Sie hatten keinen Rechtsschutz und keine Menschenrechte. Man hat ihnen das Menschsein aberkannt. Wenig später verließ Amon Halle und zog nach Wittenberg, wo er Physiologie und Psychologie und Medizin studierte. Er erlangte einen Magister und natürlich auch in Naturwissenschaft. Wenig später machte Amon die schöne deutsche Mademoiselle Astrine einen Heiratsantrag. Astrine demütigte Amon öffentlich und stellte ihn bloß aufgrund seiner Hautfarbe, weil es in Europa zunehmend rassistisch und gesellschaftlich isolierter wurde. Verließ Amon Deutschland. In sein Heimatland angekommen, starb Amon in Ghana 1784. 1965 errichtete man in Auftrag von der Universität Halle eine Statue von Amon zum Gedanken. 1994 verleiht die Universität Halle bei besonderer Leistung im Bereich Wissenschaft oder Graduierte den Anton Willem Amon Preis. Amon war ein Beispiel von jemandem, der kein Zuhause hatte. Er passte nicht in die örtliche Gesellschaft, noch wieder in die grundlegende ghanaische Bürgerschaft. Er war einsam und starb. Er gilt noch heute als Philosoph ohne Zuhause.